Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Video hier auf meinem Kanal. Und heute wird es wieder mal ein Shopping-Video geben. Und zwar werde ich es ein bisschen zeigen, die Shopping-Sachen, die ich mir geholt habe am Mittwoch. Heute haben wir Sonntag, also für euch ist jetzt Sonntag, für mich ist jetzt gerade Donnerstagabend. Und ich warte gerade noch gespannt auf die neuen Lieder von Leilano, Pretty Boy, Bones. Und, es kommen mega viele heute. Ich war shoppen, ich war nicht teuer shoppen, ich war sehr, sehr billig shoppen. Ich glaube, ich habe sogar noch nie so wenig Geld ausgegeben beim Shoppen, weil ich wirklich gar nichts fand, was mir gefallen hat wirklich. Außer eben diese Sachen so ein bisschen. Weil es hat wirklich ganz, es ist wirklich sehr, sehr billiges Zeug. Deshalb auch qualitativ, das ist nicht das hochwertigste. Aber ja, wir beginnen einfach mit dem billigsten. Und zwar habe ich hier gleich mal zwei Sachen, aber wir beginnen mit dem T-Shirt. Und zwar habe ich das vom Laden Bershka. Und zwar habe ich hier so ein Etikett dran, ihr könnt ihr sehen, das T-Shirt hat 4,90 € gekostet, also gar nichts. Ich habe das T-Shirt einfach gekauft, weil ich habe so, ihr werdet danach den Zusammenhang sehen, weil ich habe es mit der Hose zusammen gekauft, ich habe irgendein T-Shirt genommen, weil ich auf irgendwann kurz haben wollte, um ein bisschen zu gucken. Und dann habe ich das T-Shirt einfach mitgekauft, aus Versehen so ein bisschen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es einfach ein ganz weißes T-Shirt. Gut, es ist jetzt nicht ultra scheiße, aber ich will es niemals nach draußen anziehen, sondern es ist einfach ein Chiller-Shirt. Fühlt so aus, es ist ultra geil. Swipe up, Link in Bio. Werde ich bei meinem neuen Video dann tragen, ihr werdet schon sehen. Hat ein Material, ist gar nicht mehr so schlecht für 4,90 €. Gut, ist auch runtergesetzt. Weil ich glaube, der Laden hat das Schluss gemacht. I don't know. Ein chiller T-Shirt für zu Hause, geil. Und das nächste, dort wollte ich über Rede von meiner Freundin. War auch nicht teuer, war auch mega runtergesetzt, weil es hat über 70% oder sowas. War glaube ich 8 Franken oder sowas. Also auch gar nichts für eine Hose. Und zwar ist sie pink. Unten ist sie so geil, so used look. Das finde ich noch geil. Und auch dieses hier, feier ich eigentlich noch ziemlich. Dieses Error. Farblich gesehen ist es nicht meine Farbe, aber ich habe für sie gekauft. Also nicht für sie, dass sie es anzieht, sondern dass ich es anziehe. Und ich habe, wie gesagt, ein weißes T-Shirt genommen, ein bisschen wegen den Farben, weil es hatte eben so ein gelbes an oder sowas. Und das habe ich dann weiß genommen, dann habe ich dann beide gekauft, I don't know. Auf jeden Fall feiere ich eigentlich die Hose für zu Hause auch zum Chillen oder dann auch im Sommer mal gucken. Ja, beides dann hat etwa 10 Franken ungefähr gekostet. 10. Ich schaue mal 13 Franken mal hin. Ich war überhaupt nicht teuer shoppen. Ich habe Geld noch für Essen ausgegeben, dann habe ich noch was für meine Mutter gekauft und noch ein Spiel habe ich mir gekauft, ein PlayStation-Spiel. Das war es auch schon, also im Gesamten habe ich etwa 170 Franken oder 150 Franken ausgegeben, also nicht wirklich sehr, sehr viel. Doch, ist schon gut Geld, das ist schon klar, aber ich habe eigentlich viel dafür gekauft, so. Nee, nicht 150, keine Ahnung, irgendwas um, es ist ja über 100, aber nicht viel über 100, keine Ahnung, weil es war wirklich nicht teuer. Ja, wir machen weiter mit diesem Hoodie. Und zwar werde ich den einfach mal anziehen, glaube ich, das ist am besten. So, und zwar könnt ihr schon sehen, ist es ein Rollkragen-Hoodie. Und ich habe den heute getragen. So, und zwar ein bisschen mit dem getragen. Und ich finde, es sieht ultra elegant aus. So, ich hatte noch eine Weißgoldkette hier an. Und das sah ultra geil aus. Und, also geil. Ich fand es sehr, sehr fresh. Und das wird dann auch in 2 Wochen wahrscheinlich kommen. Im Video, wo es darum geht, um meine eleganten Outfits. Weil nächste Woche kommen da außergewöhnliche Outfits am Mittwoch und eine Woche drauf kommen spezielle Outfits, also elegante Outfits. Ja, übrigens der Sinn dieses Formates, dass es am Mittwoch ein bisschen in Zukunft kommen wird, sind immer Outfits. Und der Sinn ist nicht, dass sie möglichst teuer sind, sondern möglichst billig. Also möglichst basic Outfits, möglichst billig. Ihr dürft die Schuhe eigentlich nie mitberechnen. Die Schuhe kann man tragen, was man will. Weil die Schuhe habe ich die genommen, die ich zu Hause habe. Aber sonst habe ich einfach Kleider genommen, die wirklich billig sind. Dieses Teil werde ich vielleicht auch wieder mal sehen in so einem Basic Outfit, weil es kann auch Basic sein, finde ich. Das hat 40 oder 35 Franken gekostet. Irgendwas um das rum, ich weiß auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall weiß, es hat so einen Grünton. Ich glaube, jetzt kann man aber nicht sehen. Hat so einen leichten Grünton, was ich sehr, sehr feier. Und ja, let's go mit dem nächsten. Peace. Das nächste, das ich mir gekauft habe, habe ich auch aus dem. Das hier habe ich aus dem H&M und dieses hier habe ich aus dem New Yorker und der hatte auch 70% Rabatt, ob ihr es mir jetzt glaubt oder nicht, aber das Zeug war so runtergesetzt. Der Hoodie ist von Black Squad, das ist eine M, ziemlich klein für eine M, aber ich habe es genommen, weil es ein bisschen hautenger ist und weil ich bei so Teilen auch lieber hauteng habe. Sonst habe ich immer gern lieber Oversize, aber bei so Teilen lieber hauteng.
Auf jeden Fall hat sie hier ein Tigermuster drauf. Für mich ist das ein klassischer Fake-Kenzo-Hoodie, einfach ohne das Kenzo drauf. Aber ich fand es eigentlich ein sehr schöner Hoodie, weil es einfach ein schlichter schwarzer Hoodie ist mit einem Tigermuster drauf, mit so einem schwarzen, was man nicht so stark sieht. Deshalb stört es mich auch nicht so fest, weil sonst mag ich eigentlich nicht so Sachen auf einem Pullover. Aber dem fand ich eigentlich noch chillig. Und auch sonst ist Qualität sehr, sehr geil. Hat 15 Franken gekostet, weil es mega ist, was 70% runtergesetzt. Sonst hat der irgendwie 40, I don't know, keine Ahnung, was gekostet. Müsste hier gar nichts rumraten oder sowas. Auf jeden Fall, so sieht das Teil aus. Ich werde es jetzt nicht anziehen, aber ich könnte es ja schon vorstellen. So, ich glaube, das war alles. Wie gesagt, ich habe noch ein Spiel gekauft für. Das war ein PlayStation 3 Spiel. Für meine alte PlayStation 3. Für glatte 10 oder 15 Franken. Weil, wie gesagt, so PlayStation 3 Spiele, die sind Okkasion. Also schon gebraucht. Beim GameStop hole ich die manchmal, wenn ich gerade gleich was Geiles sehe oder sowas. Dann habe ich noch was für meine Mutter gekauft. Und habe noch halt Essen gekauft und alles. Also gesagt, kommen wir gut über 100 Franken mit all den kleinen Einkäufen oder sowas noch. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch was gekauft habe, aber mir das nicht in den Sinn kommt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Startet gut in die Schule morgen. Au revoir. Peace out. Ciao.